Sie haben 2 gespeicherte Sprachnachrichten. Erste gespeicherte Sprachnachricht empfangen gestern um 6.59 Uhr. Hallo. Wir haben gehört, dass du gut fährst. Wenn du dein Können unter Beweis stellen möchtest, dann komm um 8 zum Hafen. Ende der Nacht. Bitte Code eingeben. Bist du der Fahrer? Wonach sieht's denn aus? Einladen! Hübsches Auto. Frag mich nur, wie jemand wie du so viel Geld verdient. Oder hast du ihn etwa geklaut? Bist du fertig? Noch nicht. Du fährst 50 Kilometer Richtung Norden und dann ruft dich mein Boss an. Bevor ich es vergesse, es gibt noch eine Regel. Öffne niemals das Paket. Bitte Code eingeben. Hallo Fahrer, wie können Sie voran? Ich bin jetzt 50 Kilometer Richtung Norden gefahren. Jetzt sind Sie dran. Ich schicke Ihnen alle benötigten Daten auf Ihr Telefon. Viel Glück. Ich verlasse mich darauf, dass Sie sich an die Spielregeln halten. Schnauze da! Still!
Bitte tu mir den Gefallen und sei einfach still. Fuck, ey. Danke. Ich mein's ernst. Du bist der Erste, der seit Tagen ein wenig nett zu mir ist. Ist eigentlich auch eine Geschichte dazu, wie du in meinem Wagen gelandet bist? Falscher Zeitpunkt, falscher Ort. An solchen Orten, wie sich Leute wie die da rumtreiben, hast du überhaupt nichts zu suchen. Ich meine, wie alt bist du denn? 16? 17? Meinst du, ich hab mir das ausgesucht? Keine Ahnung. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich ein Mädchen im Kofferraum habe, das aussieht, als ob es gerade vom Kinderstrich kommt. Nicht vom Strich. Sollte es verkauft werden? Wäre ich aber. Ich habe versucht zu fliehen. Erfolglos. Ich soll ein vergewaltigtes Kind transportieren. Und als ob ich einmal allen Wert für die verloren hätte, entschieden sie sich, ihre Wut an mir rauszulassen. Du musst mir helfen. Ich halte es keinen weiteren Tag mehr aus. Scheiße. Hätte es nicht einfach irgendein alter Sack sein können oder so? Ach, und dann wär's dir egal, wer vergewaltigt hinten in deinem Kofferraum liegt, oder was? Arsch. Was mach ich hier überhaupt? Wo bist du da? Los, Rainer! Ich muss hier meine Haut retten. Runter jetzt! Die wissen's eh schon. Scheiße, was? Was wissen die denn? Als du das Paket geöffnet hast, hast du einen Peilsender aktiviert. Bitte Code eingeben. Halt die Klappe, ey! Wenn ich wieder im Kofferraum landen will, hältst du gefälligst deine Klappe, ja? Fahren wir überhaupt? Zum Ablieferungsort, wohin denn sonst? Dein Ernst? Ich hab dir gerade deine Haut gerettet und so dankst du mir dafür? Sehe ich so aus, als hätte ich eine Wahl oder was? Das könntest du doch gar nicht, gib's zu. Seit wann ist eigentlich deine Fresse so groß? Ich hätte niemals diese Regel brechen dürfen. Welche Regel? Dass man misshandelten Kindern nicht helfen darf? Was? Niemals das Paket. Gott, was ist dein Problem? Hast du zu viele Actionfilme gesehen oder was? So, ich kann verstehen, dass du deine eigene Haut retten willst. Aber wenn die herausfinden, dass du das Paket geöffnet hast, das war deren einzige Regel, dann werden die dich genauso umbringen wie mich. Und das weißt du auch. Fuck. Scheiße, ey. Bitte Code eingeben.
Hier, nimm. Ja, natürlich, nimm jetzt. Mein erster Auftrag. Ich verkacke ihn natürlich gleich. Hör zu, du schneidest dich los und haust ab. Sieh bloß zu, dass du Land gewinnst. Was willst du? Habe ich dir nicht gesagt, dass du verschwinden sollst? Ins Auto. Was hast du vor? Erstmal von der Straße hier runter. Dann sehen wir weiter. Du hattest also von Anfang an zu denen. Hast du wirklich gedacht, mein Boss ist so bescheuert und lässt seine wertvollsten Waren von Amateuren wie dir liefern? Mein Job ist es, Leute wie dich auf die Probe zu stellen. Und zu schauen, wie man vertrauen kann und wen nicht. Und wenn es nötig ist, auch zu beseitigen. Aber du hattest recht, du hättest dich an die Regeln halten sollen. Bist du sicher? Nur geplaudert, los jetzt. Code falsch. Noch zwei Versuche. Code falsch. Noch ein Versuch. Was soll das für ein Scheiß? Ganz einfach. Wenn ich den Code jetzt noch einmal falsch eingebe, dann zündet sich hier ein kleiner Springsatz. So eine Art Lebensversicherung. Bluffst. Willst du es wirklich drauf anlegen? Komm, vergiss es! Lass gut sein! Hey, komm! Die Tür geht nicht auf, bis ich die Waffe wieder habe. So, wer macht jetzt die Regeln?